und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um die KTM Duke 97L gehen. Vorab, das soll keine Review werden für dieses Motorrad. Das soll vielmehr ein kleines Infovideo sein, weil ich glaube, es gibt schon genügend Reviews über dieses Motorrad. In diesem Video soll es vielmehr um die R2-Tauglichkeit gehen, wie um die Duke 97 selber. Ob ich euch dieses Motorrad als R2-Bike empfehlen kann. Und ich kann vorab schon mal sagen, das kann ich auf jeden Fall. Die Gründe dazu sind ganz einfach. Dieses Motorrad bietet ein verdammt gutes Gesamtpaket, aber hat natürlich auch seine Nachteile. Ich würde gleich mit dem größten Nachteil beginnen und das ist eindeutig, dass dieses Motorrad nur bis zu 5000 wirklich richtig dreht. Ab 5000 Drehzahlen hört dieses Motorrad auf, richtig zu ziehen. Das Motorrad zieht klar noch, man kann es gut bis in den Begrenzer hochjagen. Das Problem dabei ist einfach, dieser Druck fehlt. Und der Druck, der hört halt bei 5000 Drehungen auf. Versteht mich nicht falsch, man kann es extrem gut bis nach oben drehen, es macht selbst bis auch oben Spaß. Es kommt einfach nicht mehr so viel wie unten rum. Aber da ist gleich der positive Punkt dran. Diese Maschine hat enorm Power unten rum. Das hat sonst, haben sonst nicht viele A2-Maschinen. Und deshalb muss ich sagen, ist das ein riesen Pluspunkt, weil dieses Motorrad macht untenrum unendlich viel Spaß. Und wenn man irgendwo die Berge hochfährt, dann nutzt man den Motor doch meistens auch untenrum. Dann fährt man aus den Kurven raus und dafür ist das Motorrad richtig gut gemacht, weil das hat da Power ohne Ende. Oder nicht ohne Ende, sondern bis 5000 Umdrehungen, blöd gesagt. Aber das reicht. Man schaltet vielleicht ein bisschen mehr wie mit dem normalen Bike. Weil da kann man dann halt bis nach Ende drehen, aber hier schaltet man ein bisschen früher, damit man die Power auch immer noch hat. Das ist aber gar, das finde ich jetzt überhaupt nicht tragisch, weil den Spaß an diesem Motorrad hat man genauso. Diese elektrischen Fahrhilfen, die hier alle verbaut sind, sind genial, wie zum Beispiel der Quickshifter und der Blibber. Ich werde vor allem den Blibber, ich habe mich richtig in den verliebt, das Kuppeln. Das Runterschalten ohne Kuppel, ich finde das genial. Ich habe mich so richtig dran gewöhnt. Das macht enorm Spaß. Mit den ganzen elektrischen Hilfen kann man schon einiges anstellen. Ich werde euch jetzt aber nicht alle aufzählen, weil die meisten werdet ihr wahrscheinlich eh schon kennen. Ich nehme mal an, das wird nicht euer erstes Video über dieses Motorrad sein. Dann, was halt noch dazu kommt, ist der geniale Sound, der nicht zu laut, aber auch nicht zu leise ist. Und extrem viel Laune macht. Macht es einfach Spaß, wenn man an der Ampel steht, dann hat man die Kupplung gezogen und dann ein bisschen so am Gas spielen, dieses Blubbern, das klingt einfach genial, ganz ehrlich, würde ich nicht mehr hergeben wollen. Und ansonsten gibt es dann halt noch viele kleine Probleme leider, wie zum Beispiel, dass die Tankanzeige spinnt oder genau solche Sachen halt. Wobei ich das sagen muss, da kann man mal eher drüber hinwegsehen, weil das Gesamtpaket dann wirklich einfach wiederum passt. Ich habe auch gehört, dass die Verarbeitungsqualität der KTM 97 halt nicht sonderlich überragend ist und dass da viele irgendwelche Probleme hatten. Ich fahre sie jetzt seit 4000 Kilometern und hatte wirklich gar kein Problem, von dem her kann ich da jetzt halt nicht unbedingt mitsprechen. Ich hoffe natürlich nicht, dass da wirklich Probleme entstehen. Bis jetzt läuft wirklich alles tadellos und ich bin auch sehr zufrieden, ich bin wirklich extrem zufrieden mit der Maschine. Ich weiß halt nicht, wie dieses Motorrad sich als Anfängerbike verhält, weil ich bin davor ein Jahr lang schon ein anderes Motorrad gefahren und habe es daher ein bisschen gelernt, das war ein bisschen schwächer. Aber ich glaube, man kann ganz gut damit anfangen. Man muss sich halt einfach der Kraft bewusst sein, die dieses Motorrad dann doch halt wiederum hat. Die Kupplung kommt richtig schön, also man muss sich da nicht groß Sorgen machen. Klar, wenn man die Kupplung spicken lässt, kann es wirklich Probleme geben bei dem Motorrad, aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass das irgendjemand von euch macht. Das Gesamtpaket von dem Motorrad ist wirklich genial für ein A2-Bike. Es ist leider ein bisschen teuer geworden, was ich aber auch irgendwie verstehe, weil halt ziemlich viel drin ist. Und von dem her muss man sagen, der Preis ist berechtigt, aber als 18-Jähriger kann man sich das Motorrad vielleicht nicht immer leisten. Vielleicht geht ihr mit 18 noch zur Schule, vielleicht arbeitet ihr aber auch schon. Selbst wenn man arbeitet, kann man sich nicht immer leisten. Ich arbeite halt schon seit 16, habe eine Ausbildung gemacht und von dem her war das Geld jetzt bei mir nicht unbedingt das Problem. Und da musste ich sagen, da habe ich mir das ziemlich gern gekauft, weil ich bin das da Probe gefahren, was ich euch auch ans Herz lege, das Motorrad wirklich Probe zu fahren. Und ich
habe es mir dann direkt wirklich 2 Wochen später nach dem Probefahren habe ich mir eigentlich gekauft, weil ich das wirklich, ich war richtig zufrieden damit. Ich habe auch andere Motorräder Probe gefahren, aber ich muss sagen, das hat mir halt einfach am besten gefallen. Das Aussehen ist wirklich Geschmackssache. Entweder man hat es gern oder man hat es nicht gern. Ich glaube, was anderes zwischen gibt es fast gar nicht. Ich habe mich richtig in das Motorrad verliebt. Am Anfang fand ich es nicht unbedingt schön. Ich habe dann aber farblich halt doch ziemlich viel verändert. Und mittlerweile muss ich halt sagen, finde ich es richtig genial von den Farben her. Was ich auch schade finde, ist, dass es die orangene Version leider nicht als A2-Bike gibt, sondern nur die schwarze. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich glaube, der größte Aufwand wäre es jetzt also nicht gewesen. Und leider kann ich halt nicht sagen, wie es sich verhält, wenn sie entdrosselt ist. Es gibt halt auch noch keine Videos dazu, wo irgendwie genau erklären, oder wie, wo man sieht, wie es sich verhält, wenn sie entdrosselt ist mit 95 PS. Ich habe da nur ein bisschen nachgeforscht und habe herausgefunden, dass wenn man es mit 95 PS fährt, also entdrosselt, dass sie dann halt bis 8500 Umdrehungen zieht und danach lässt die Leistung ein bisschen. Aber ich muss sagen, wegen den 500 Umdrehungen, die da fehlen an Leistung, würde mich das, glaube ich, fast nicht jucken. Ich weiß es natürlich noch nicht, aber ich glaube, ich jag sie jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit in Begrenzer hoch. Von dem her verkrafte ich, glaube ich, die 500 fehlenden Umdrehungen da. Und ich würde sicher auch Videos dazu machen, wenn ich das entdrosselt habe, aber leider dauert das dann doch nochmal ein bisschen. Ich hoffe aber, ich konnte euch natürlich weiterhelfen mit diesem Video. Ich lege euch das Motorrad wirklich ans Herz. Wenn ihr in der Stadt wohnt, überlegt es euch nochmal, weil es ist halt nicht ein Stadtbike. Da könnt ihr euch was anderes kaufen, wenn ihr nur in der Stadt fahren wollt, weil es läuft halt doch mit 30, 40, 50, läuft halt doch nicht ganz so geschmeidig wie ein Vierzylinder oder was anderes. Da ruckelt es dann schon ein bisschen. Ist jetzt nicht tragisch, aber gibt da auf jeden Fall Besseres, wenn ihr in die Stadt fahren wollt. Aber ansonsten, auf dem Land ist es eine richtige Spaßmaschine. Man gibt Gas und hat einfach nur Spaß ohne Ende damit. Es ist wirklich so. Und deshalb kann ich euch dieses Motorrad als A2-Bike nur ans Herz legen. Und das soll es dann auch gewesen sein mit dem Video. Wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr natürlich noch auf meinem Kanal vorbeischauen. Da hat es momentan leider noch nicht so viele Videos, werden aber ganz sicher welche folgen. Vor allem werde ich dann als nächstes Video mal ein Video drüber machen, was ich genau mit diesem Kanal vorhabe. Welche Videos da kommen, in welche Richtung es geht mit dem Kanal. Gut, welche Richtung ist, glaube ich, schon ein bisschen selbsterklärend, dass wir hier Beauty- und Lifestyle-Videos machen. Deshalb, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Genießt ihn, macht was draus. Ciao.